Herzlich willkommen bei der nächsten Folge Plants vs. Zombies. Jetzt als kleinen Abstecher, auch meine Nase kribbelt, perfektes Timing, nicht in den Adventure-Modus, sondern gehen wir mal in die Minigames rein. Ich muss mal ganz kurz WhatsApp nebenbei im Blick behalten. Ich muss noch irgendwann meine Freunde nochmal einsammeln. So, wir haben Slot Machine, Walnut Bowling und Zombotani. Und Zombotani gehen wir mal als erstes an. Da kommen nämlich solche Viecher hier. Das ist sehr interessant, betitel ich es mal. So, wir haben jetzt natürlich kein Wasserlevel, deswegen fallen die Dinger weg. Nehme ich doch einfach mal das Paket mit. Wir fangen an mit unserer Sonnenblume standardmäßig, weil die Arschlöcher schießen jetzt zurück. Man glaubt es gar nicht. Aber die haben es jetzt auch auf uns abgesehen und haben sich das bisschen bei den Pflanzen abgeguckt oder haben was auch immer im Keller mit den Pflanzen gemacht. Ja, da wird schon auf uns geschossen. Das geht so nicht. Schieß mal erstmal gegen die Walnuss ein bisschen. Das ist jetzt echt knifflig. Dafür kommen nicht so viele Zombies. Aber er schießt und frisst halt gleichzeitig. Also das macht natürlich auch noch mal mehr Damage. Den Kollegen stampfe ich einmal weg. Letztendlich müssen wir viel mit den Walnüssen arbeiten. Und viel zurückschießen. Will gar nicht wissen, wie die Zombies das geschafft haben. Jetzt kommen hier gleich zwei gleichzeitig. Das ist, So, der wird gesmashed. Smash. So, und hier ein bisschen mehr Sonnenblumen. Jetzt kommen die in der Reihe, wo ich jetzt natürlich gerade keine Verteidigung übrig habe. Perfect Timing. Schießt du schon mal zurück? So. Die sind nervig. Jetzt kommen die unten ohne Verteidigung. Die Minigames sind nicht unbedingt auch einfacher. Ich mach mal Smash hier. Da kommt. Ah, jetzt kommen unten und oben. Sei du mal stärker. In der Hoffnung. Ich weiß gar nicht, ob die sich 1:1 ausleveln oder ob die Zombies schwächer sind. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich hätte mal gern ein paar mehr Sonnen. Scheiße. Der steht falsch. Offiziell verklickt. Okay, der hält auf jeden Fall mehr aus. Aber auch nicht ganz so viel. Machen wir Smash. So. Brauch mal ein bisschen mehr Feuerpower. Und noch keine Verteidigung. Der muss erstmal jetzt nach unten. Wegen dem Cooldown. So. Der für den Cooldown nach unten. Die kommt da mal hin. So, erste Wave. Will den hier haben. Jupp. Juhu. Sonne runtergefallen. Wie blind. Der hält jetzt halt mehr aus, logischerweise. Das passt aber, glaube ich, alles ganz gut. Wir können auch die hier hinter noch platzieren. So, Münzen. Ja, aber das geht ganz easy hier. Das geht relativ gut hier von der Hand.
können den hier auch nochmal da hinsetzen. Hier unten wird es gerade ein bisschen knapp, aber das sollte passen. Ich muss halt immer nur gucken, dass ich die Walnüsse schnell replaced bekomme, für den Fall der Fälle. Weil, macht nicht mehr lange. Erstmal kommt das dahin, weil die deckt dann die unterste. Den einmal ersetzen. Hier möchte ich noch einmal eine haben. Das kommt einmal so. Yum, 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 yum. Ja, lecker. Lass es dir schmecken. So, nur die Walnüsse schön im Blick haben. Nom, nom, nom. Der frisst hier mal schön ein paar weg. München. Da muss noch mal hier eine 325er hin. Der hier. Und unten noch mal ein 200er. Beziehungsweise ich kann auch erstmal den hier noch hinsetzen. Das passte gerade gut vom Timing. Gleich kommt die dicke Welle. Wir brauchen auf jeden Fall dann auch noch mal... Ich guck mal, dass ich gerade die Linie auch ein bisschen gebaut bekomme. Gehen nach unten. Wir haben genug für einen Walnussersatz. Auch wenn hier die alle irgendwie relativ gleichmäßig gerade bye-bye sagen. Plupp, da machen wir einmal die beiden gleichzeitig weg. Ja, und dann haben wir die erste Trophäe und den ersten Diamanten hier auch in den Minispielen verdient. Nice. So. Und ihr seht, hier fehlt noch sehr viel. Aber wir haben jetzt als nächstes Walnut Bowling. Wir können ihn mal ein bisschen näher kommen lassen, denn... haben wir auch ein bisschen mehr in Hermöglichkeiten. Nach oben? Ah, das passt nicht vom... Ja, und der geht jetzt wunderschön so. Oder noch mehr? Oh. Hm. Ich will mal versuchen, mehrere zu treffen. Kommt her, ihr Zombies. Wo bleibt ihr? Dann kommt sogar einer mit dem Helm. Ja, passt immer von den Winkeln her nicht. In welchem... Hast du hier... Ja, ich würde mal sagen 45 Grad grob gefühlt. Oh, da kommen die alle. Plung. Ja, wir haben ja Explosionsdinger. Können wir die beiden einmal bums wegheaten. Den haben wir zum Springen gebracht. Auch gut. Treffen immer nicht mehrere hier. Ah, das war jetzt ein Doppelhitch. Für mal wer Babum. Lass mal ein bisschen näher kommen. Da oben kommt der eine an. Die kommen ja halt auch immer so in einer Reihe an. Oh, der springt erstmal. Ja. Das waren wieder auch nur zwei. Ich weiß auch nicht, wie man das hier gut hinkriegt, wirklich mehrere zu treffen. Gibt ja auch ein Achievement dafür. Zählt das auch mit so einem Explosionsding?
Okay, das war jetzt schon mal eine Dreier-Serie. Ja, kommt mal ran hier. Oh. Da waren ein paar schöne Treffer dabei. Aber wir räumen ja immer so nebenbei ein bisschen auf. Hoppala. Ja, okay, es gibt, es gibt Konstellationen, wo man dann wirklich gut mehrere treffen kann. Oder kommen noch mehr? Ja, das hat gut gepasst. Penny Pinscher. Okein. Irgendein Achievement habe ich mir gerade wieder geholt. Das wird gerade ziemlich voll hier, Kollegen. Machen wir hier mal, fuck, hab nicht mehr mit reingezählt. Damit kriegen wir die alle. Sehr schön. Wer sollte hier gut rein? Ja. Kriegen wir einen Badaboom? Ich möchte auf den hier einen. Ja. Schauen wir mal. Oh, das trifft sogar alle. Da kommen jetzt ziemlich viele Dicke wieder an. Ich müsste ich auf die hier einmal Dock machen. Huch. Der sollte eigentlich woanders hin. Okay. Das ist ja mal ein bisschen Glück, ob die nach unten oder nach oben gehen bei einigen Stellen. Das war ein Kackradius. Wir gehen mal weg. Gar nicht so einfach. Glaube ich, gleich unser erster Rasenmäher. Los! Okay, das noch aufgehalten. Kommen da viele. Okay, der geht da rein. Easy. Den Rasenmäher kann ich auch erstmal noch aufhalten. Der untere fährt, ja. Okay. Das sind zwei auf einmal. Das Level ist echt. Echt nicht leicht. Als ob der hier einmal genau durch die durchgeht. Hätte mal gern, Badaboom. Ja gut. Rasenmähers Final Wave. Noch ein paar Kombos versuchen. Ah.
Komm. Das ist die Trophäe. Ah ja, das war nicht leicht. Also wir haben fast jeden Rasenmäher wirklich jetzt aufgebraucht, aber wir haben es geschafft. Wir haben die Trophäe. Ich gucke auf die Zeit. Mit den nächsten Minispielen machen wir dann beim nächsten Mal weiter, beziehungsweise in einer anderen Folge, in der nächsten Folge wahrscheinlich dann im Adventure-Modus. Und wenn wir dann noch so wieder so ein, zwei Minispiele freigeschaltet haben, dann machen wir fleißig auch mit den Minispielen weiter und Puzzles und Survival kommt hier auch noch auf uns zu. Können wir hier in die Achievements gucken. Da. 5 Zombies müssen wir treffen. Ich glaube, das höchste, was wir geschafft haben, waren 3. Naja, müssen wir noch mal ein bisschen in Zukunft versuchen. Weil ich möchte auch die ganzen Achievements bekommen. Entschuldigung. Ja. Zombata. Make your own Zombie. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs mit dabei sein bei der nächsten Folge Plants vs. Zombies. Und als kleines Sneak Peek, wer bis hierhin durchgehalten hat, wenn es noch nicht live ist, was ich nicht glaube von meinem Timing her, es gibt auch bald in Zukunft Red Dead Redemption Let's Play, wo wir mal die Story zusammen durchspielen. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.